Ja, zusammen, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, das hier ist ein Horrorspiel und diese sexy Menschen unterstützen mich monatlich finanziell unter anderem. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Specs King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito, Kizue, Leon der Mettler, Luigi, Martin Donat, Master Exploder 5000, Mike Kitchan, Metal Dragona X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Ralf 66, Radion Donovan, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Vantan und Wölfchen 099. Ja, damit willkommen Leute zum 7. September, ein neues Horrorspiel von Emika Games. Und ja, ich weiß, es haben schon andere gespielt. Und nein, ich spreche mich nicht mit den Leuten ab, dass wir das so machen, dass die es zuerst spielen, dann ich. Die dummen Fragen immer. Leute, jetzt geht's los. Neues Spiel. Es sind halt immer so vereinzelt irgendwelche Fragen, die mich total kirre machen, weil als würde ich mich mit anderen Kanälen absprechen, was die zuerst und ich dann spiele. Total bescheuert. Du musst mein Spiel weiterspielen. Der Elf. Spiel mit mir. Sind das Eingeweide in der Kiste? Was, wenn ich einfach gehe? Ah, ich habe ein Feuerzeug. Ist ja geil. Guck mal. Liegt ein Auge, ein Nierchen. Das ist eine Leiche. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich das Spiel weiterspielen, mein Freund? Jetzt darf ich irgendwas auspacken. Ach, hier ist ja noch. Oh, guck mal, ein Häschen. Soll ich das einstecken? Geht gar nicht. Ach so, den Stern. Was zum Geier? Okay, so ein komischer Elf. Ein paar Stunden zuvor. Wird bald regnen und wir müssen nach Hause gehen. Such a September. Lima, 19 Uhr. Ich muss nach Hause. Ey, das ist gut gemalt. Nicht schlecht. Taschenlampe. Ich weiß ja nicht, was die in Russland für Taschenlampen haben, aber das ist keine Taschenlampe. Ah, guck mal, diese Äffchen, diese Awkward-Äffchen, kennt ihr die? Mit dem Awkward-Blick so. Was? Matrix Enzo nennt Art of Games. Okay, das sind bestimmt Patreons oder so. Patrons. Überraschung an der Tür hinterlassen. Welche Tür? The Game. Alter, schon wieder. Ist Tomuk. Kommt schon. Mit einer Frau. Wenn ich jetzt runtergehe, ist er weg. Ja, die könnte niemals so schnell laufen, die Frau. Jetzt ist er wieder da. Ja, klar. Ja. Schenk an der Tür hinterlassen. Soll ich für die Tür kacken, oder was? Eine Katze. Yard Musia. Yard Musia. Weiß ich, was das heißt. Oh, hier. Das ist wohl die Überraschung. Miley. Anja und Dima. Dachte, ich soll die Überraschung hinterlassen, nicht soll sie finden. Elf sieht ja auch nicht aus. Papa schaltet den Strom in der Wohnung aus. Du musst ihn wieder einschalten. My new home. Mach das Licht in der ganzen Wohnung an. Oh mein Gott, das erinnert mich an dieses... Kennt ihr das mit dem Apartment? Das russische? Alter, das war schlimm. War ein richtig schlimmes Spiel. Also gut, aber schlimm. Dafür steht... Ja, wie mache ich das? Das Licht...
Spiegel ist eingeschlagen, sehr gut. Aber... Was? Wir leben hier seit 3 Wochen. 2 Wochen! Hä? Was muss ich denn machen, Kinder? Ah, hier! Also da eben so... Öffne die Box mit dem Geschenk von Anja. Oh, guck mal, es ist sehr blutig. Oh, Alter. Der hässliche Puppe, woher hat sie die? Verbrenn die Puppe. Geh in dein Zimmer. Da. Hä? Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ach, das ist mein Zimmer. Ich dachte, das wäre eine Balkontür. So große Bude. Guck mal, hier geht's auch noch raus. Seit 3 Wochen und hier sieht's schon aus wie... Ich möchte es nicht sagen, weil meine Kleine da war, sieht's auch nicht gerade sauber aus danach. Dann ist alles voller Puppen und Blätter und Stiften. Knete, alles. Der Elefant, ey. Ich werde meinen Rucksack aussortieren. Die erste Woche an der neuen Schule ist heute zu Ende gegangen. Jetzt gehe ich mit Anja in dieselbe Klasse, was mir ein gutes Gefühl gibt. Wo ist der Elefant hin? Oh, das kleine Zimmer. Wow, das ist ein russischer YouTuber, den kenne ich. Das Internet funktioniert wieder nicht gut. Nur für die Bücher auf dem Tisch. Wer ist der nochmal? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde den... Ich finde den schrecklich. Ganz ehrlich, ich muss es mal sagen, ich finde den schrecklich, weil der macht das... Ah, der redet noch mehr als ich, ne? Und der ist immer laut und... Und das ist so ein niedlich YouTuber, weißt du, der ist, bei dem ist alles so niedlich und... Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was er sagt, aber... Es ist so ADS, kann ich mir nicht angucken. Welche Bücher denn jetzt? Ja. Achso, das hier soll ich überprüfen. Dima, ich bin so froh, dass wir beide an der gleichen Schule studieren und nebeneinander wohnen. Wir hatten einen tollen Sommer und ich wollte mich gar nicht so sehr trennen. Es ruft mich heute um 22 Uhr an. Papa wird um diese Zeit das Haus verlassen haben. Dann können wir reden. Reden. Ja, ja. Meine Mutter hinterlässt nochmal so Zettel an den Kühlschränken. Ich sollte nachsehen und dann rufe ich Anja an. Dieser Forderung ist die Verkabelung defekt. Das Licht geht ständig aus. Leck mich. Vieh, guck's dir an. Creepy shit. Ah. Der russische Altbauscham. Ja, guck mal, die haben ein Wannenbad getrennt von der Toilette. Auch gut. Aber das sieht halt überhaupt nicht wohnlich aus. Also, ich will ja nicht meckern, ne? Wahrscheinlich ist alles Einbaukram. Die hatten Einbau, also die hatten schon möbliert und alles, so wie es aussieht, aber... Oh, sieht halt überhaupt nicht gemütlich aus, irgendwie. Dima, Papa und ich machen uns große Sorgen um dich. Aber versteh doch, dass... Nichts weiteres als eine neue Schule und das machen viele Leute durch. Dad möchte, dass du uns hilfst, den Umzug schneller zu bewältigen. Können wir morgen reden, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Aufgaben von Papa. Erstens das Sofa aufräumen, zweitens das Geschirr abwaschen, drittens das große Zimmer aufräumen, viertens die Küche aufräumen, bring den Müll raus. Na fuck. Was ist gerade ein Klavier? Richte das Sofa und den Sessel im Wohnzimmer auf. Über diese Ketten hier hängen da. Ja. Die rennt jetzt auch überhaupt nicht rum hier. Ist doch alles fertig. Das soll aufgeräumt sein. Was für eine Pfeife, ey. Der Typ. Guck mal. Oh Gott, da ist er wieder. Das hier, die haben auch noch einen geschlossenen Balkon, oder was? Alter Schwede, ey.
Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Это текст на 2 секунды, как ты можешь читать его 8 лет? Wollen wir das Wort mal auf? Ja, ich verstehe das einfach stehen, ne? Der Hölle. Ja! Jetzt schaltet das Licht im Flur an. Alter, ist er doch total gestört hier. Habt ihr das gesehen? Komm, Power Russo hat keine Angst vor nix. Bam! Ich bin kein Power Russe. Leute, cool, ey. Ich kann so das scheiß Wohnzimmer aufräumen. Sieht eher aus wie Sau hier überall. Guck's dir mal an. Da liegen die Flaschen rum. Oh, wie süß. Oh, ich finde das irgendwie voll schade, dass es immer so ein bitter, also für mich, dann hat es so einen bitteren Beigeschmack, was so russische Sachen angeht mittlerweile. Ich fand das früher so cool und dann hab das gefeiert und jetzt, ihr wisst ja, ne, die Zeiten. Nimm einen Besen. Richtig gut gemacht. Nimm einen, irgendeinen. Kann ich mir den aussuchen? Sogar die Socken. Ey, könnt ihr nicht ihren Scheiß einfach in die Wäsche oder so? Guck mal, und Zigaretten überall. Das macht mich total wütend gerade, dass diese Kackbude so aussieht. Oh, guck mal, schön hast du gemacht. Gerade alles vom Boden weg zumindest hat er. Säubere die Küche. Zumindest unter die Couch hat er wahrscheinlich alles geschoben. Ach, hier ist der Müll, guck mal. Warum muss er eigentlich alles aufräumen? Er kommt abends nach Hause von der Schule oder von der Uni, keine Ahnung, und dann muss er noch aufräumen. Ich glaube, es hackt. Ey, nicht schlecht. Der macht das ordentlich, finde ich, der Junge. Hat nur noch den Müll rauszubringen. Trotzdem ist er überhaupt nicht irgendwie irritiert, dass die ganze Zeit irgendwelche Viecher durch die Wohnung rennen und Geister erscheinen und so weiter. Hast du denn Psychopharmaka nicht genommen, Kerl? Soll diese blöde Puppe wegwerfen. Das machen wir ja. Alles wegwerfen, was hier von gruseligen Puppen da haust. In der Wohnung. Bring den Müll raus und komme nach Hause. Katze ist. Nikita. Ja, das sind die ganzen Bäcker wahrscheinlich. Halt wieder da. Unter anderen Umständen würde ich das jetzt sehr geil finden, das Wetter, aber gerade finde ich es ein bisschen gruselig. Die Müllcontainer, sag mal. Spielplatz? Nee, ich glaube nicht. Und was los hier, ne? Ach, da. Da. Ist über den Spielplatz mit dem Müll. Ich frage mich, wir holen die. Guck mal, die ausgeschlachteten Autos. Wir holen die den Müll bitte ab. Bye bye. Ah, ich habe diese blöde Puppe weggeworfen. Endlich weggeworfen. Komm nach Hause. Komm nach Hause, komm bald wieder. Und die beiden Sonnenblumen. Oder was ist das? Nee. Scheiße, da steht sie wieder. Das ist doch dieses Modell von den anderen Horrorspielen, ne? Kennt ihr? Das Modell? Ah! Gerade hier reingekrabbelt, die alte Schabracke. Strange Neighbors.
Oh nein. Die Puppen, Alter. Bin da einen Weg nach draußen. Warum bin ich überhaupt hier rein? Das ist gruselig. Scheiße, was für Störung. Wer ist diese Frau? Schon wieder da. Was ist das? Alter, die Tür. Da war ein Foto auf dem Tisch, ein Hochzeitsfoto. Die hat sich erhängt. Wie soll die denn noch weinen, wenn sie sich erhängt hat, bitte? Spiel mit mir. Oh, nun, scheiß drauf, ich gehe nach Hause. Geh nach Hause. Alte Scheiße. Oh. Was zur Hölle? Hallo, mein alter Freund. Das Telefon. Ja, wo denn? Hilfe! Ich sehe das Telefon nicht, bin ich blind? Ach, hier. Nee. Gegensprecherlage. Ist das denn der, wo ist das Telefon? Der Küche? Ach da! Hallo? Dima, wo bist du verschwunden? Du bist vor 3 Stunden in dein Haus gegangen. Mein Zimmer liegt im Innenhof. Ich habe dich den Müll rausbringen sehen. In dein Haus gegangen. Ich ging zum Eingang und unser Nachbar im 1. Stock hatte die Tür offen stehen. Ich nahm an, dass etwas passiert war, beschloss nachzusehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen war. 3 Stunden. Von welcher Nachbarin sprichst du? Sie ist im letzten Winter verstorben. Was? Bist du sicher, dass sie es ist? Anja, wo hast du diese Zwergenpuppe gefunden und warum hast du sie mir gegeben? Dima, geht's dir gut? Ich hab dir keine Zwergenpuppe gegeben. Nun, du hast die Schachtel mit der Zeichnung neben der Tür stehen lassen. Dima, da ist jemand. Was zum Teufel ist das? Nein! Anja, was ist hier los? Was hast du gesehen? Blärt. Anja hat aufgelegt. Alter, nicht schon wieder. Ist jemand da? Ich muss hier raus! Irgendwas ist mit Anja passiert. Ich hab's Achievement bekommen. Is anyone there? Scheiße. Wie viele Messer habe ich in 3 Schubladen in der Küche versteckt? Was zum Geier? Krank. Oh, wow, jetzt steht über diese Säcke. Was? Ich kann die Schubladen nicht öffnen, Kerl. Oh. 10 bis 5, wir gehen nur nach links. 1. 2, 3, 4, 5. Findest du 4 Weihnachtsbaumspielzeuge? Finde 4 Weihnachtsbaumspielzeuge, wenn du durch die Luke gehst. Sind 6 Stück. Okay. Fünf. Drei. Drei, fünf. Vier.
354 und dann? Wo soll ich denn die Weihnachtsbaumspielzeuge finden? Weihnachtsspielzeuge werde ich durch die Luke gehen. Vielleicht die Tür hier? Ja, hier ist auch kein Hinweis. Verstehe es nicht. Vielleicht 3, 6, 5, 4? Wegen den Messern? Okay. BOOM! Mann! Alter, überall tot. Wunderschön. Das sind die Weihnachtsbaumspielzeuge, ja. Irgendwo bei Papa habe ich eine Brechstange gesehen. Die Hölle. Komm noch nicht rein. Was? Wege, Kabel. Hier keine Brechstange. Oh, cool, die Wand ist weg. Also die Tür in der Wand. Schraubendreher, aber das ist leider keine Brechstange. Was? Aha, ich hab's weggenommen, Suche. Kaufen. Das ist widerlich da. Sie kleine Scheiße. Oh Gott. Er hat den Schmuck im Weihnachtsbaum versteckt. Oh nein, da lag der Seitenschneider. Mal wieder. Außer den Bolzenschneider, ich habe ihn im Schrank versteckt. Super. Ah, ich wusste es. Dummes Arschgesicht. Das Schiff hier irgendwo hin. Matrix Elefant. Oh cool, gibt keinen Ausweg, ja. Jetzt nicht auf diesen Klopf-Scheiß. Ach komm schon. Ah. Christbaumkugel. Axt.
alles viel zu krank. Ach, jetzt sind wir hier. Schmück den Weihnachtsbaum. Проснись. Auf, проснись. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Seht ihr, was ich meine, wenn er redet? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Wow, guck mal, Trollface an der Wand. Почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте. Bin ich verdammt nochmal eingeschlafen? Может, наверное, должен за ним охотиться, или как-то так? Так, а зачем я взял болтарей? Alles so real, ich hatte keine Kontrolle über das, was geschah. Ja, Träume halt, ne? Так, я не понимаю. Ааа, ебать! Die Wohnung treibt mich in den Wahnsinn. Так, вот это стандартная была, стандартная скрема, стандартная, я видел такую Puppe, рожу, sie ist immer noch da. Не раз видел такую, здравствуйте, да. Ich muss Anja anrufen. Huch, jeweils. Das war's schon? Okay, Alexander Reshetnikov. Emika Games, der hat das gemacht. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen länger, weil... Es hat 5 Euro gekostet. Weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, war ganz nett. Es waren ein paar sehr schöne Schocker dabei. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga. Und ihr seht, wir sehen uns wieder, wenn ich... Ja, Kuplin auf, so heißt er. Wir sehen uns wieder, wenn ich andere Spiele spiele, die andere vor mir schon gespielt haben. Und wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch im Internet. So, Dankeschön, macht's gut, tschüss.